Kontrast eine neue Technologie hat. Was hast du getan? Ein paar Büste erlebt, dass ich letztens in der Welt. Ich hab von dir gehört. Definitiv nicht nach Rebellen. Bin ich ihren Spuren? Vielleicht wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter.
Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Feige Verräter! Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Alan, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut. Wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Dass die Alten komisch aussahen. Wie komisch. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. Wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthia-Frequenz. Eluthia? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war? Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eluthia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Warum schickt Eluthia eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das war wohl nur zur Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Oder zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Eluthia erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Eluthia weiß, bin ich inaktiv. Also ist Eluthia entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist? Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Eluthia. Zu diesem Schluss komme ich auch. Könnten die Zeniths die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge haben die Zeniths den anderen Gaia-Systemkern aus dem Hades-Versuchslabor
Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Vielleicht wollten sie, dass du antwortest und deine Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen. Okay, dann sind sie es wohl doch nicht. Die Koordinaten führen zu einem Berg im Nordwesten. Was ist dort? Ich weiß von nichts in dieser Gegend, das von Bedeutung wäre. Okay, und was ist mit der anderen Zahl in der Nachricht? 237. Weißt du, was das bedeutet? Laut meinen verfügbaren Datenbanken scheint sie keine größere Bedeutung zu haben. Vielleicht wird ihre Bedeutung erst bei den angegebenen Koordinaten klar. Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Wahl sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Aloy. Wie raffiniert von dir, Wahl und Erend in unser Gespräch einzubringen. Es freut mich, dass du ihre Hilfe akzeptiert hast. Möchtest du noch etwas besprechen, bevor du aufbrichst? Bis später, Gaia. Bis zum nächsten Mal, Aloy. Zu wissen. Ich schaue mir das mal an. Ha, hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Aloy, wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut, als mein Training beendet war. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Als Wahl mich nach dem Hades-Testlabor fand, dachte ich, da wäre Rost. Er würde wohl nichts von dem hier begreifen. Oder von dem, was ich tun muss. Trotzdem. Ich wünschte, er wäre hier. Als ich Hekaro traf, hielt ich ihn für einen blutrünstigen Kriegsherrn. Aber Verschärf hatte recht. Hekaro will Frieden. Das wird nicht einfach. Aber mit den neuen Marschällen wird seine Vision vielleicht wahr. Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Elisabeth hat ihr Vertrauen in Gaia gesetzt. Und Gaia setzte ihr Vertrauen in mich. Wenn ich alles schaffe, die Unterfunktionen beschaffen, Falsinet besiegen, die Welt heilen,
wäre Elisabeth vielleicht stolz auf mich. So habe ich das schon mal gesehen. Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Zwecklos. Die Tür ist zu, bis Gaia den Zugang wiederherstellt. Ah, danke. Gaia, was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Leider wurde die Unterhaltungsmodule und Datenbank gelöscht. Oh. Ich muss Eluthia kriegen. Erend und Val warten am Westausgang auf mich. Hologramme. Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Ich frage mich... Erend und Kotalo haben ihre Sachen hier abgestellt. Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt.
Schaum. Was ist das? Was zum Henker? Das zu fassen. Val, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Zenith. Nun, es gibt offenbar noch mehr Zeniths, als wir dachten. Du hast tatsächlich einen besiegt. Hättest fast nicht überlebt. Irgendwie konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Was? Jetzt ist sie weg. Hallo, Verbena. Hm. Was hast du für Gut, mich? Gut, dann mach dein Ding. Ich habe überall gesucht. Noch immer keine Spur vom Ziel. Können wir diese sinnlose Suche endlich abblasen? Vergessen wir mal nicht, wer das Ding überhaupt entkommen ließ. Bis Einbruch der Nacht will ich Ergebnisse. Meinst du, du bekommst das hin? Moment. Ich glaube, ich sehe was. Der Schnee knirscht unter den Stiefeln. Alter Schmiede. So ein Chaos. Dieses Phantom hatte Anweisungen, beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? An. Der Nacktrebell, ein Boss oder eine Ziege, eine Hintermasche. Ich brauche ein Bild. Ein Osserer mit einem Fokus. Offenbar hat er Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Oh. Oh. Die Waffe ist noch heiß. Ich muss herausfinden, wie sie funktionierte. Aber vorher muss sie abkühlen. Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Haben sie die Gegend beobachtet? Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Ich sollte zurück zu Erend. Ich brauche einen Drink. Also, Seherin des Verborgenen. Was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager. Da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen.
Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osaram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, als es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Und das Ziel, ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zeniths hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Das war ein Par-Zenith-Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Die Luthier ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Zeniths dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. Und wieder erkunden wir eine Far-Zenith-Ruine. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Oder etwas, das du hochjagen kannst.
All dieses Zeug. Ich frag mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich Falsinith kenne, haben sie hier Erstaunliches entdeckt. Hast du genaueres über das Ziel erfahren? Zu ihrem eigenen... Ich glaube nicht. Hier ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja, konnte die Sinith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Also, wie kommt Erend mit all dem zurecht? Wirklich? Naja, Gaia, die Sinith, der Fokus. Es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Das steht fest. Eine Steuerkonsole. Für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. ...236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Steht im Protokoll. Stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin. Und ich muss noch das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber... Wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Falsinith. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Illudia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis.
musst Erfolg haben. Sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurück... Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ich kann es nicht zu Val und dem Klon lassen. Da kommt sie! Hässliches kleines Ding, was? Das Ding ist schnell. Okay. Geht es dir gut, Aloy? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay, ich komme nach, wenn die Luft rein ist. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Hoffentlich bleibt Erend in Deckung.
Das Phantom schaltet auf stur, es hat mich festgesetzt. Halt durch, ich bin gleich da. Beeil dich. Das klingt echt gut. Ich muss zu Erin. Erin, ich bin hier. Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Sobald du mich brauchst, bin ich da. Das Boot bewegt sich nicht vom Fleck. Ich kann mich vielleicht ranschleichen, wenn ich aus der Schusslinie bleibe. Oh, es ist ein Art Schild aktiviert. Ich muss mich hinten vorbeischleichen. Direkt angreife. Eine schwere Waffe. Sie könnte helfen. Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir noch mal die Waffe ansehen. Wie sie funktioniert, werden die Zeniths vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben.
Nein! Gut, besser als nichts. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Val, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Die Alten bemalten ihre Gesichter also mit. Es hat ihnen vermutlich etwas bedeutet. Anscheinend funktionieren einige Hologramme jetzt. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalas Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Dort haben die Rebellen also Stellung bezogen. Willkommen zurück. Aloy, wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja, ich habe außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen, aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen? Moment, führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht, wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay, eins nach dem anderen. Tja, ich guck wohl besser nach dem Klon, bevor ich wieder rausgehe. Ja. Sie hat sich in den Wartungsbereich unter uns zurückgezogen. Val ist bei ihr. Okay. Danke, Gaia. Mir hat mal jemand gesagt, in der Einsamkeit liegt die Kraft.
Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd, wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit in den verbotenen Westen.